Freue dich auf eine wertvolle Episode, die dich in deiner persönlichen Entwicklung unterstützen wird. Bitte gib uns die Möglichkeit zu wachsen und uns zu verbessern. In der Beschreibung findest du hierzu den Link zu unserem Feedback-Formular. Und denk daran, unseren Podcast zu abonnieren und mit den Menschen, die dir etwas bedeuten, zu teilen. Nur so bringen wir unser Umfeld in Bewegung und ermöglichen ihnen, dass auch sie ihr Potenzial entfachen. Let's go! Auf zu neuen Ufern! Einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Grüß dich, Tobias. Grüß dich. So, ich habe heute ein Thema dabei, und zwar Chancen müssen ergriffen werden. Und das mache ich jetzt auch gleich in dem Zug. Und zwar packe ich das Thema an und spreche mit dir darüber. Meine erste Frage natürlich, ja, warum sprechen wir überhaupt über das Thema Chancen müssen ergriffen werden, Bert? Ja, viele setzen ja Chancen und Glück so ein bisschen gleich, nicht? Und da kann man ja nicht steuern, und Glück hat man oder Glück hat man nicht. Vielleicht kriegen wir den Unterschied so ein bisschen raus. Ergriffen werden, das steht ja irgendwie dafür, dass man dort zugreifen muss. Oder, ja. Zupacken. Und man gibt eine andere Formulierung, die heißt, man muss das am Schopf packen. Diese Chance muss man am Schopf packen irgendwie. Ja. Damit wird schon deutlich, solche Dinge haben eine zeitliche, diese Chance hat eine zeitliche Begrenzung irgendwie, und sie geht vorüber, und deshalb darf man sie nicht verspielen, und manche haben da ein bisschen wenig Beachtung vielleicht drauf und sagen dann im Nachhinein, das ist, hätte ich auch die Möglichkeit gehabt, und dann drückt sich ja die Frage auf, warum hast du es nicht zugepackt? Ja. Also dies Zupacken, das sollte uns damit beschäftigen. Aber Chance ist nicht Glück. Das ist noch ein bisschen was anderes. Und den Unterschied möchte ich kurz ansprechen. Viele meinen ja, wenn ich im Lotto gewinne, dann wäre das Gleiche. Aber das ist was ganz anderes. Da gilt dann der Satz, wie gewonnen, so zerronnen. Oder auch, es gibt ja das schöne Märchen von Hans im Glück, was da auch nicht so ausgeht, dass das alles so ganz doll erfolgreich war. Und wieso und warum, darüber sollte man nachdenken. Ja. Und andere warten wiederum, dass sie was erben. Und dann hätten sie es jetzt. Das wäre dann die Chance. Aber ich warne davor, auch das funktioniert so nicht. Und den Satz, den du vielleicht dann auch in die Notizen mit reinbringen kannst, ist ein Zitat von Goethe diesbezüglich. Mhm. Und das lautet: Was du ererbst von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Mhm. Und damit wird deutlich, man hat aus einer Chance, muss man was machen. Also das hat was mit dem Eigenen. Mit der Chance alleine ist es noch nicht getan. Damit ist das nicht getan. Ich muss da was draus machen. Und damit sind wir wieder in einem Thema. Jeder von uns hat bestimmte Anlagen, Talente, und die gilt es zu entwickeln. Mhm. Vielleicht ist so eine Erbschaft ein bisschen förderlich dafür, aber sie ersetzt das nicht. Das ist ein großer Irrtum und endet in aller Regel in einem riesigen Frust. Ja. Und darüber das zu erkennen, da stellt sich natürlich die Frage, wie? Ja. Wie kann ich das erkennen? Denn das Leben besteht ja doch irgendwie aus einem, ich habe mal darüber geschrieben, Chaos-Mix. Mhm. Also irgendwie ist das alles so durcheinander, und man erlebt ja vor allen Dingen Schwierigkeiten, Hindernisse. Und dazwischen sind aber auch Chancen irgendwie versteckt. Und wie kriegt man die denn jetzt in die Wahrnehmung hinein? Also es geht mir da so ähnlich wie die Geschichte mit dem Parkplatz und meiner Frau. Mhm. Also jeder kennt das wahrscheinlich, Parkplatzsuche, und dann findet man keinen Parkplatz. Oder wie deine Partnerin, die Pia, die sagt, ich finde immer einen Parkplatz. Ja, wo ist jetzt der Unterschied? Und von meiner Frau habe ich die Regel mit auf den Weg bekommen, Parkplatz ist, wenn Parkplatz ist. Also nimm den Parkplatz und warte nicht auf den nächsten. Oder andersrum ausgedrückt, lass die Chance nicht vorübergehen. Man muss zugreifen, also auch beim Parkplatz. Oder
wenn ich da an mein Erlebnis in Finnland denke, ging es um Tankstelle und war mir nicht so recht, die Tankstelle, weil da war kein Dach drüber. Da dachte ich, nee, fahre ich zur nächsten, warum soll ich mich da nass regen lassen? Das Problem war, die nächste Tankstelle war 110 Kilometer entfernt. Und 103 Kilometer habe ich geschafft. Ja, ich glaube, das ist aber exemplarisch für die Situation, dass viele Menschen immer denken, na, da kommt bestimmt noch was Besseres. Ja, genau, das ist es. Und das zu erkennen, ist ganz wichtig. Einer der größten deutschen Politiker, Helmut Kohl, ist dafür berühmt geworden, am Fenster der Geschichte, wo also da etwas vorbeizog, Zug zu greifen und den Zipfel in die Hand zu bekommen. Das hat zur deutschen Einheit geführt. Ne? Ja. Also man muss das schnell machen. Das müssen wir festhalten. Ja, man hat da nicht machen. So lange Zeit. Jetzt ist die Frage, wie erkennt man das? Ne? Man muss da so einen siebten Sinn für entwickeln. Ja. Jeder kennt das vielleicht, wenn man, also meine Frau hat mal früher so einen Fiat 500 gefahren. Und nachdem sie über den Feuerrot, ne? Und jeder kennt ja die Erfahrung, wenn er dann so ein Auto, was so der ganz große Traum dann war, so einen Flitzer dazu haben, plötzlich fuhren lauter rote Fiat. Ne? Ja, das hat also was mit unserer Wahrnehmung zu tun. In unserem Kopf wird das alles gespeichert, da ist das Regelwerk drin. Und in diesem Unterbewusstsein fallen auch die Entscheidungen. Das heißt, die Frage ist, wie bin ich programmiert? Und damit entwickle ich diesen Riecher. Das ist nach außen so ein Riecher, nach innen ist das aber, ja, sind das Beachtung der Gesetze, ist es mit Arbeit verbunden. Und auch für Außenstehende sieht das aus, als wenn der einen Riecher hätte. Ja. Ich würde auch mal mit dem Irrtum aufräumen, weil viele Menschen ja denken, dass es Personen gibt, denen die Chancen einfach so zufallen, die quasi nichts machen müssen und da kommt eine Chance nach der anderen, der muss nur machen und dem anderen gar nichts. Aber ich glaube, dass dem Guten, wie du schon gesagt hast, der sich darauf programmiert hat, dass der halt einen Blick dafür hat. Ja, und du sagst ja immer, es gibt keine Zufälle. Ja. Demjenigen, der vorbereitet ist, fällt es zu, weil den anderen fällt es nicht auf. Ja, richtig. Das ist das ist der große Unterschied. Und den kapieren die meisten Menschen wahrscheinlich ein Leben lang nicht. Sie sehen vor lauter Hindernissen, sehen sie ihre Chancen nicht. Aber auch richtig, in Hindernissen stecken mitunter versteckt Chancen. Man muss nur sie so ein bisschen auseinanderklamüsern, dann entdeckt man das. Oder auch in guten Gelegenheiten ist häufig die Verführung für große Fehler drin. Ja. Also das auseinanderzuhalten, ist eine Aufgabenstellung, der man sich widmen soll. Es gilt also darum, ein Prüfprogramm in sich zu haben. Dazu gehören Kriterien, dazu gehört, dass ich das, was für mich gut und weniger gut ist, auseinanderhält. Das muss man vorher in sich programmieren und dann entdeckt man das dann auch. Es ist also eine Investition in Ausbildung, in Erkennen und dann letztendlich in Verwerten. Verwerten heißt dann, den Nutzen daraus ziehen, indem man anderen auch Vorteile bietet. Das ist die Aufgabenstellung, ja. Und wie lerne ich das am besten, Bert? Lernen. mit auseinandersetzen, was ich überhaupt will. Damit mein Unterbewusstsein erkennen kann, wenn so eine Chance sich zu erkennen gibt, einen kleinen Zipfel, dass ich dann ganz schnell eine Entscheidung treffen kann. Fragt man sich auch immer, warum kann er so schnelle Entscheidungen treffen? Ja, weil er nicht überlegen muss. Ja. Weil er so programmiert ist, dass er es sofort entdeckt und sofort zugreift. Ja. Der Schritt des Zugreifens, des Entscheidens, ist aber der zweite Schritt. Vorher muss ich mich programmieren. Und deshalb muss ich mich da auf den Weg machen, so ein Programm zu machen. Das ist natürlich mit einer gewissen Mühe verbunden. Da will ich hier nicht drum herum reden. Vielleicht muss man auch mal ein paar Euro in die Hand nehmen. Aber das ist das best investierte Geld, was man sich überhaupt vorstellen kann. Die Rendite ist unbeschreiblich, so etwas zu machen. Und deshalb lautet mein Tipp,
sofort damit zu starten, nämlich auseinanderzuhalten, was ist wichtig und was ist weniger wichtig für mich. Wir sagen dazu, das ist der Liberty Light Test. Mhm. Der kostet ein bisschen Aufwand, ist aber eine sehr wertvolle Geschichte und das wird das Leben verändern. Damit fängt man an und dann kann man da weitergehen und dann entwickelt man auch den richtigen Riecher dafür. Ja? Natürlich, natürlich. Ja, jetzt wird es einige geben, die das anhören und dann wieder Pause drücken und dann ganz normal weitermachen. Und es gibt wahrscheinlich einige, die die Chance ergreifen. So ist es. Wie ich immer. Bin gespannt. So ist danke, es. Bert. Danke für deine Zeit. Gerne, Tobi. Ciao. Ciao. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast. Und vergiss nicht, uns einen Kommentar hier zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und dir einen schönen Tag.